Hallo, hallo ihr Lieben. Ein Winter Wonderland Video und zwar ja zum Thema Heilung und zum Thema Dr. Joe Dispenza und warum Heilung, die wir so sehr suchen, oft nicht passiert. Ihr kennt vielleicht meine Geschichte von meiner Reise, meiner Erfahrung mit Dr. Joe Dispenza. Er war einer, der mir tatsächlich das Vertrauen gegeben hat, dass wir Genies sind, dass wir übernatürlich sind, dass es viel, viel mehr auf dieser Welt gibt, als was wir für möglich halten. Und dieses Vertrauen ist wirklich ein Schlüsselvertrauen. Nur, jetzt kommt die Frage, wie komme ich dahin? Und ich habe einen Weg gefunden, den ich die Divine Design Reise nenne. Es ist kein neuer Weg. Es ist altes Wissen. Es ist das Wissen der Menschheit. Es ist das Wissen von uns als Schöpfer in dieser Welt, in unserem Universum, als Götter, um dieses Wort auch mal über die Lippen zu bringen. Ja, die Divine Design Reise ist für mich der Schlüssel zur Heilung und zu Millionen. Also zu unendlichem Reichtum, genauso wie zu unendlicher Fitness, Gesundheit, Freude, Lebenslust, Kreativität. Und ja, was meine ich damit? Schau mir in die Augen, Kleines. Brille braucht jetzt gerade keiner. Also, es geht wirklich darum, dass du erkennst, wenn du es nicht von selber erkennst in den Meditationen, die Dr. Joe Dispenza empfiehlt und anleitet, dann liegt es daran, dass du noch zu sehr in deinem Human Design verankert bist. Und das ist einmal wirklich das, was in diesen Human Design Readings, Books, Charts, Gene Keys erzählt wird, wer man ist als Mensch. Aber um wirklich dieses Übernatürliche, dieses Genie zu verkörpern, das eben 100% gesund ist, in absoluter Fülle, Freude und Glück lebt, brauche ich diesen Sprung, und zwar nicht über den Fluss ans andere Ufer, sondern in mein Divine Design. Weil das Divine Design ist das, wo ich der Genie bin. Und solange ich versuche, ein Genie zu sein, aus dem Human Design heraus, aus dem beschränkten Design, aus dem reglementierten Design, aus unserer menschlichen Vorstellungskraft heraus, bin ich beschränkt. Aber das Unbeschränkte, das Magische, the Miracles, die Wunder, die entstehen aus dem Divine Design. Und da hineinzuwachsen, in sein Divine Design, wo man neu geboren ist, einen neuen Körper hat, ein neues Leben hat, ein neues Denken hat, neue Ansichten hat, neue Überzeugungen, weil man plötzlich weiß, wer man wirklich ist, wenn man die ganzen Lügen wegwischt, die uns aus unserem beschränkten Human Design eingetrichtert worden sind, erst dann bist du der Mensch, der ein Genie ist. Natürlich bist du schon immer das Genie. Natürlich lebt dein Divine Design schon immer in dir. Das ist ja diese Diskrepanz zwischen deinem Human Design und deinem Divine Design, nämlich deinem Herzen, das diesen großen Schmerz und dieses Leiden hervorbringt. Diese Diskrepanz, das macht dich leiden, das macht dir weh. Und das ist auch so gedacht, weil dieser Schmerz bringt uns dazu, uns zu öffnen. Hinter den Vorhang zu schauen, hinter den Vorhang der Lügen zu schauen, in ein unendliches Universum, das von mir kreiert wird, das aus mir heraus, durch mich hindurch, durch meinen Seinszustand entsteht. Und diesen Seinszustand auf ein Level, auf eine Energie, auf einen energetischen Punkt zu bringen, der mit Feuer und mit Ladung die schönsten Dinge hervorbringt, das ist meine Aufgabe. Aber dazu kann ich nicht weiter glauben, dass ich dieser Mensch aus diesem Human Design bin, das mir übergestülpt worden ist von Eltern, von Gesellschaft, von Schule, von was weiß ich nicht was, von Fernsehen natürlich, von Büchern, von allen möglichen Ansichten, die wir konsumiert haben und niemals hinterfragt haben.
Und das ist die Reise. Die Reise hinter den Vorhang, die Reise in dein Divine Design, dahin, wo du dir erlauben kannst, neu geboren zu sein mit einem neuen Körper, weil du weißt, warum es so ist, weil dein Verstand nämlich jetzt plötzlich aufhört, aus dem Human Design zu denken und anfängt, aus dem Divine Design zu denken und hier jetzt plötzlich die Herz-Gehirn-Verstand-Korrelation stattfinden kann. Und wenn du das versuchst, mit dieser Meditation zu machen, dann kommst du kurz in das Gefühl, aber nicht in den Zustand. Du willst einen lang andauernden, anhaltenden Zustand dieses Gefühles. Und damit es nachhaltig ist und damit es kreativ ist, damit du in der Energie bist, die die Welten kreiert, kannst du nicht einfach nur eine Meditation machen und diesen Zustand kurzfristig halten, sondern du musst ihn verkörpern. Und dein Divine Design, dein göttliches Ich, deine göttliche Vorstellung von dir, die ist natürlich in Herz, Verstand, Gehirn, Vorstellungskohärenz. Aber da reicht es nicht, dieses Gefühl durch eine Meditation einmal herzustellen, sondern du brauchst einen kompletten Seinszustand, ein komplettes Ich, eine komplette Identität, die du dir nicht ausdenkst, sondern die schon vorhanden ist, in die du aber jetzt hineinsteigen darfst, weil du den ganzen Bullshit, der dir das nicht erlaubt hat, erkennst und einfach wegschmeißen kannst. Weil du weißt, du bist einfach nur Lügen aufgesessen. Und in dem Moment steigst du auf. Und das ist die Pille der Erkenntnis. Das ist die rote oder grüne oder was weiß ich, gelbe, blaue Pille, wie sie in The Matrix heißt. Ich habe den Film übrigens nie komplett gesehen. Und all das, was ich dir jetzt sage, weißt du. Weil ich habe es auch gewusst. Nur ich habe es nicht verstanden. Und genau das ist, was ich dir leisten möchte als Mentorin. Dieses Verständnis, dass du das, was du weißt, verstehst, warum es so ist. Weil erst dann bleibst du nachhaltig in deinem Divine Design und weißt, was es bedeutet und weißt, was es dann weiter bedeutet und weiter bedeutet, was es für ein Lebensstil für dich bedeutet, für eine Weltanschauung, für eine Einstellung, für Beziehungen mit anderen Menschen, mit Geld. Das ist all das, was früher Leidenschaft war und was jetzt eine Leidenschaft, eine Passion ist. Verstehst du? Wenn du Fragen dazu hast, bitte melde dich bei mir. Das ist unter diesem Video in YouTube, hast du einen Link für ein Kennenlerngespräch. Melde dich an, wenn es dir ernst ist. Wenn du sagst, oh mein Gott, was du sagst, das ist genau das, was ich schon immer vermutet habe. Und ich habe lange gebraucht, um es wirklich so zu kondensieren und zu fokussieren, dass die erste Runde, die erste Mastermind, The Foundation heißt, wo du wirklich, wirklich diese Grundlagen bekommst und spürst und verkörperst und verstehst. Wirklich, wo all deine fünf Sinne das integrieren, was nicht deine alte Wahrheit war, sondern was deine neue Wahrheit ist, deine göttliche Wahrheit. Es ist alles schon da, nur du nicht, nur du fehlst. Und mit der Entscheidung, was du gehst, wirst du sehen, dass es sich alles so logisch, so klar, so normal ergibt. Du musst nie wieder irgendwie verzeihen, du musst nie wieder irgendwo Groll, Wut, Angst hegen, sondern du bist angekommen. Und das möchte ich für dich, das möchte ich für jeden. Ich möchte kein Leiden mehr sehen auf dieser Welt. Es ist alles unnötiges Leiden. Es ist künstliches Leiden sogar. Und die Verkörperung des Leidens im Körper, Verkörperung des Leidens, das heißt, alle Krankheit muss gehen. Sie hat überhaupt keinen Hintergrund, sie hat keinen Sinn, sie hat keine Daseinsberechtigung, außer du gibst sie ihr. Alle Armut, aller Geldmangel, alle Verzweiflung hat keine Daseinsberechtigung, außer du gibst sie. Also, ich hoffe, ich habe dich inspiriert, hoffentlich lässt du das ein bisschen sinken, schau das Ganze nochmal an, wenn du meinst, wow, darauf habe ich gewartet, zögere nicht. Ich bin hier, ich bin für dich erreichbar. Ich bin kein Guru, ich will kein Guru sein. Ich will, dass du dein Guru bist und dass du weißt, dass du schon immer dein Guru warst. Nur hast du halt die Dinge kreiert und erschaffen, unbewusst, für die du keine Schuld trägst, die du dir halt nicht gewünscht hast. Und du hast den Weg, den Switch nicht gefunden. Und diesen Switch möchte ich dir zeigen. Ich möchte dich dorthin führen.
freue mich auf dich. Bis dann. Ah ja, und teil das Video für Leute, die es unterstützen könnte. Bis dann, tschüss.